wie Sie sicherlich schon gesehen haben, es geht um das neue Mobilfunkangebot. Das ist etwas, wo wir wirklich richtig, richtig stolz sind, dass wir endlich einen langen, langen gehegten Kundenwunsch wirklich erfüllen können. Schaut man, was ist das Resets.net und wie ist denn unser Image, dann muss man feststellen, dass wir ein sehr, sehr gutes Image haben. Also alle Kunden testieren uns das immer wieder und sie sind super, super zufrieden mit dem, was wir anbieten, wie wir es anbieten, mit der Qualität unseres Services, in der Qualität, wie wir auf Kundenwünsche reagieren oder auf Kundenprobleme. Und das ist etwas, was wir halt unbedingt auch nutzen wollen für das neue Angebot. So wie das jetzt so, wie unsere Kunden es gewohnt sind, für Festnetz, für Fernsehen und für Internet, die es jetzt auch dann für Mobilfunk diesen Dienst nutzen können. Sie müssen heute nicht mehr zu einem zweiten Anbieter gehen, Sie müssen nicht neben Resets noch zu Sunrise oder zu Swisscom gehen, dort separate Verträge abschließen. Heute gibt es alles jetzt in einem Paket und alles von uns und das in der gewohnten hohen Qualität und in einem guten Service. Wie stellen wir das sicher? Und da muss man einfach ein Stück weit schauen, was ist denn eigentlich das Resets.net? Das Resets.net ist ein Verbund von 17 Kabelnetzpartnern und umfasst letztendlich das Rheintal, Werdenberg, Sarganserland und die Bündner Herrschaft. Mit letztendlich dem neuen Angebot haben wir gesagt, braucht es eigentlich auch ein Stück weit eine neue Marke, einen neuen Markenblick und es war Zeit, letztendlich auch die bestehende Marke zu überarbeiten. Was ganz besonders ist, das ist letztendlich, dass wir nicht anonyme Models für unsere Werbekampagne nehmen, sondern wir nehmen heute letztendlich Menschen, die Abonnenten und Abonnentinnen sind von unserem Netz. Wie der Herr Schommer schon gesagt hatte, ist das heute ein besonderer Tag. Heute sind wir Provider, wir steigen das Mobilfunknetz mit ein. Wir haben drei Module zusammengestellt. Wir haben einmal das Einsteigermodul für Gelegenheitsnutzer, für junge Kunden, wo 500 Minuten frei telefonierbar ist innerhalb der Schweiz und Liechtenstein. Wir haben dort zusätzlich 500 SMS dem Nutzer zur Verfügung gestellt und für das Surfen 1 Gigabyte. Damit ist das wirklich ein Einsteigerpaket, das sich sehen lassen kann, einmal vom Preis und einmal von der Leistung. Wir haben dann den Großteil unserer Kunden adressieren wollen mit unserem Paket M. Dort sind alle Daten, alle Kommunikationsdaten wie Telefonie, SMS und Internet unlimitiert. Unlimitiert und zusätzlich kommt noch das Telefonieren in der EU Plus. EU Plus bedeutet Europa und zusätzlich noch Island und Norwegen, falls da jemand Urlaub macht. Sie haben aber auch, wenn Sie, das kennen Sie ja selber, wenn Sie im Ausland sind und angerufen werden, haben Sie, das zahlen Sie ja auch Gebühren. Auch dort sind 200 Minuten frei, damit keine Kosten entstehen und über das Paket abgedeckt ist. Surfen, 200 Megabyte, ich nutze sehr häufig bei Google Maps, wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt, in einem fremden Land bin, dass ich zumindest so einigermaßen weiß, wo ich bin. Last but not least, unser Premium-Paket Mobile L ist im Prinzip ähnlich aufgebaut wie das M-Paket, aber zusätzlich haben Sie innerhalb der EU auch dieses unlimitierte Telefonieren. Sie haben also keine zusätzlichen Kosten. Zusätzlich 2000 Minuten, wenn man sich da rausrechnet, ist eine ganze Menge, wo man angerufen werden kann. Auch das ist in dem Paket enthalten. Das, was eben schon mal angesprochen worden ist, auf dem besten Netz der Schweiz, die Zeitschrift Connect, hat jetzt im Januar letztmalig den Test gemacht und zum zweiten Mal wurde unser Partner Sunrise, auf dem wir unser Netz aufgebaut haben, prämiert. Und, Herr Schommer sagt es schon, gerade hier in der Region Rheintal, wenn man einfach nur am Rhein entlang fährt, man hat auf einmal Österreich, man hat Liechtenstein, man hat wieder Schweiz, das fällt weg, also zumindest zwischen Liechtenstein und uns. Neues Angebot. Wir haben unser komplettes Angebot neu aufgebaut, neu strukturiert. Anlehnend an die Pakete im mobilen Netz haben wir auch die Internetpakete, die Festnetzpakete in SML paketiert. Wir haben die Leistung erhöht
zu heute. Aber die Preise, die sind geblieben. Mehr Leistung zum gleichen Preis. Was auch noch sehr, sehr, sehr positiv ist, aus meiner Sicht, wir haben die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Pakete individuell zusammenzufassen. Sie können also zum Beispiel sagen, Sie telefonieren wenig, nehme ich jetzt S-Paket. Internet bin ich sehr, sehr, sehr aktiv, brauche das L-Paket und beim Mobilen reicht mir das M. Diese Kombination Möglichkeiten ist Ihnen hier bei uns gegeben. Dann haben wir die Möglichkeit, dass Sie auch Pakete nehmen. Pakete, die Leistungen anzupassen, wie gesagt, an Ihr Kommunikationsverhalten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nur ein reines S-Paket nehmen, geben Sie auf 80 Franken, einzeln wären es 90. Schon allein beim kleinsten Paket haben Sie eine Einsparung, wenn Sie die Pakete nehmen. Für uns ist das Mobilthema schon seit langer Zeit ein wichtiges Thema immer gewesen. Und dass es heute jetzt kann, in Angriff genommen werden, dass man es heute kann, ein Abo unterzeichnen kann, das ist einfach super. Das freut uns wahnsinnig. Und dass wir gerade dann auch noch die Ersten sind in der Ostschweiz, das ist natürlich toll für die Region aus verschiedenen Aspekten. Ich denke, Breitband ist zwischenzeitlich mindestens gleich wichtig wie eine gute Eisenbahnverbindung, wie gute Strassenanbindung, wie gute Infrastrukturen im Allgemeinen, Energie oder was auch immer. Wir leben in einer Gigabit-Gesellschaft. Die Gigabit-Gesellschaft braucht Infrastrukturen, da ist die Schweiz führend international noch. Aber, was ganz wichtig ist, es besteht doch eine Gefahr von einem digitalen Graben, auch in der Schweiz, zwischen den ländlichen Regionen, wie wir eine sind, und zwischen den Zentren im Mittelland oder im Bassin Lemanik oder wo auch immer. Dass dort eben eigentlich alles viel schneller, viel besser, viel grösser ist und bei uns eigentlich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit kommt. Und weil wir ja doch eine Region sind, wo gemäß EU-Studien eigentlich von der Industrialisierung her ein absolut führender Hightech-Cluster in ganz Mitteleuropa sind, ist es extrem wichtig, dass unser Wirtschaftsstandort genau die Datenautobahn, die Infrastrukturen eben auch hat. Schnelle Glasfaserverbindungen, die uns mit der Welt verbinden. Also, Preis-Heznet hat das schon angefangen vor Jahrzehnten mit einem ganz schlichten, aber hier auch State-of-the-Art Kabelnetz. Heute sind wir wieder ganz vorne auch dabei bei der Infrastruktur Glasfasernetz. Es ist nicht irgendwoher eine Firma, die irgendwo völlig anonym in Zürich oder in Genf oder so sitzt, sondern es ist aus der Region, für die Region. Reisetznet ist da in der Region entstanden. Reisetznet ist heute in der Lage, absolut die modernsten Infrastrukturen immer noch mit einer relativ hohen regionalen Wertschöpfung da zu erstellen und genau entsprechend den Bedürfnissen, die unsere Wirtschaft hat. Der Wirtschaftsstandort wird also gestärkt und Sie wissen alle, Industrie 4.0 redet alle davon. Das sind natürlich genau diese Infrastrukturen, wie sie Reisetznet kann anbieten, sind zwingend. Es ist aber auch so, dass natürlich auch unsere Bürgerschaft profitiert. Sei das über Gemeinden, sei das über Genossenschaften oder wie immer auch die verschiedenen Partner von Reisetznet organisiert sind. Sie haben auf der einen Seite natürlich wirklich auch die modernsten, zukunftsträchtigsten und erst noch zu einem guten Preis Infrastrukturen, die zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite gehört Reisetznet, gehören die Infrastrukturen vielmals den Gemeinden, also dass die Bürgerschaft von diesen Gemeinden dann indirekt auch wieder profitieren kann. Etwas, was eine Swisscom wahrscheinlich nicht macht, ist noch der Punkt. Wir sind ja zum Teil neben der sehr dichten Agglomeration haben wir auch noch ganz ländliche Gebiete. Und da ist es möglich, und das wird dann gemacht, dass weiterhin eigentlich sogar Einzelliegenschaften weit weg von der Bauzone
noch mit Glasfasern erschlossen werden. Und das ist natürlich wirklich einfach eine Stärke von dem Lokalen, von dem Regionalen, von uns jetzt nicht. Unser Kerngeschäft ist das Angebot an digitalen Diensten und vielleicht anders als unsere grosse Mitbewerberin Swisscom, die aus der Sprachübermittlung kommt, Stichwort PTT oder Kupferkabel, kommen wir als Kabelnetzbetreiber oder Kabelnetzler, wie man so schön sagt, eigentlich schon immer aus der Übertragung von Bild und Ton. Also wir kommen eigentlich aus dem Kernmedium TV, Fernsehen. Und der Schritt ins Internet, so um die Jahrtausendwende, ist für uns natürlich nicht so gross gewesen, wie für ein Swisscom, was für uns aber wirklich ein grosser Schritt war, ist, nachdem der Fixnetztelefonie ist jetzt der Schritt ins Mobilnetz. Natürlich, man hat sich jetzt von diesen beiden Seiten her Sprachübertragung, Bildübertragung angenöchert und wir gehören jetzt zu denen, die eben auch das 4P, das Quadruple Play, das Viererangebot zwischen Fernsehen, Radio, Internet, Festtelefonie und Mobil können anbieten. Es ist ein bisschen angesprochen worden, wir als regionaler Versorger. Was ist unsere Ressourcen? Unsere Ressourcen ist das Vertrauen, das wir haben bei unseren Kundinnen und Kunden. Und ich sage es zu weit noch immer, wir verkaufen ihnen ein Sorglos-Paket. Also unsere Kundinnen und Kunden sind nicht in der Regel Technologie-Cracks, sondern sind Leute, die die Kommunikationsangebote nutzen wollen. Und ich sage es zu weit noch immer, ein Anruf muss genügen. Und das bedeutet für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, während sie bei einem internationalen oder nationalen Provider noch irgendwie zwei Warteschlaufen im Callcenter fahren, sollte es eigentlich bei uns unten schon an der Haustür läuten und der Servicetechniker soll da sein, um zu schauen, welche Probleme er vor Ort beheben kann. So ein bisschen unser Slogan ist, digital, lokal ist genial. Also das ist so ein bisschen das, was ich immer gerne mitgebe. Wir fokussieren auch gerne nicht nur neue Abonnenten, sondern wir pflegen unsere bestehenden Kunden. Wir sind territorial eingeschränkt, weil wir eben nicht national und international unterwegs sind. Und wir hoffen sehr, dass wir mit dem Angebot unseren bestehenden Kunden einen Mehrwert anbieten können.